Happy Halloween, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Super Mario Odyssey. Weitere Kostüme sowie Hinweisbilder sind erschienen und wir machen uns heute dran, diese wieder nachzuholen. Zu den Kostümen kommt nun endlich offiziell der Zombie-Kopfschmuck sowie das Zombie-Kostüm dazu. Meine Güte, ist ja schon lange bekannt. Schon so viele Leute haben sich deswegen die Nintendo Switch gehackt, haben tausende Videos davon schon rausgehauen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das für euch gar nicht mehr so interessant ist. Ich wollte es dennoch zu Halloween zeigen, weil ist ja auch das Halloween-Outfit, was wir hier zu sehen bekommen. Und vor allen Dingen das vorvorletzte Outfit in diesem Spiel überhaupt. Das ist sehr interessant zu wissen. Ja, Zombie-Outfit, ne? Meine Güte. Ist halt nichts Neues mehr. Wäre bestimmt ein cooler Hype gewesen, wenn die Nintendo Switch nicht hackbar gewesen wäre. Aber das hat ja Nintendo komplett verschissen. Und anstatt sich um die Nintendo Switch zu kümmern und die Hacks daraus zu entfernen, nein, lieber nochmal beim 3DS die Hacks rauspatchen. Ey, Nintendo, ich kann euch nicht verstehen. Gut, neben den Zombie-Outfits sind auch nochmal drei neue Schnappschussfilter dazugekommen. Und zwar einmal Manga, Mini-Kachel und Kaleidoskop. Die, weiß ich gar nicht, ob wir uns die angucken. Mal gucken, bestimmt gucken wir sie uns einfach an. Weil, dann habe ich wenigstens alles von dem neuen Update gezeigt. Alles in allem, ich habe euch, glaube ich, eh noch nie alle Filter gezeigt, die in diesem Spiel vorhanden sind. Deswegen stelle ich mich einfach mal da oben hin. Ich weiß nicht mal, wie die funktionieren. Minus? Nee, Minus ist Karte. Ich habe schon so lange schon nicht mehr gespielt. Das ist Umsehen. Wie macht man denn das? Plus? Nein. Ja, aber Minus ist es auch nicht. Wie mache ich denn ein Foto in dem Spiel? Ach, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich mit diesem komischen Digipad, genau. Dann kann ich euch ja einfach mal alle Filter zeigen, weil das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Das hier ist eben kein Filter. Dann können wir hier das Mario Odyssey-Logo mit LR draufklatschen, in den unterschiedlichsten Farben oder eben einmal quer übers Bild, wie man gerade gesehen hat. So, sieht doch toll aus. Einzigartig, wunderbar toll. Und dann kann ich mit dem Digipad weiterhin genau hier die Filter wechseln. Da haben wir einfach verschwommen, wo ich keinen Unterschied merke. Sehr verschwommen. Ah, okay, da wird der Hintergrund einfach ein bisschen verschwommener. Schnappschussmodus Sepia. Schwarz-Weiß. Kontrast. Zoomburst. Fischaugenobjektiv. Pastell. Silhouetten. Comic. Aquarell, Ölfarben, Bleistiftzeichnung, das sieht witzig aus, monochromatisch, was auch immer, Ness, und das ist witzig, der Ness-Filter ist ja mal cool, Gameboy, ja nice, auch ein Gameboy-Filter, das sieht auch cool aus, SNES, na Nintendo 64, ah, kriegen wir nicht, Münze, davon habe ich auch schon einige coole Bilder gesehen. Neon. Da sieht das Hemd mega geil aus mit Neon. Manga, das ist ein neuer. Da gibt's auch mega coole Bilder, die man damit schießen kann, glaube ich. Mini-Kachel. Das ist wirklich absolutes 8-Bit hier. Und das Kaleidoskop. Können auch witzige Bilder entstehen. Vor allem die Bäume gerade. Das sieht witzig aus. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. So, damit hätte ich euch die alle gezeigt. Haben wir da kein Problem mehr. Und jetzt zeige ich euch natürlich das neue Outfit, bevor wir uns auf die Suche nach den neuen Pixel-Luigis machen. Und da bin ich auch schon gespannt, wie schwierig die versteckt sind. So, oh, das ist ganz schön teuer hier, der Zombie-Kopfschmuck. Diese Kopfbedeckung schlägt beim Öffnen der Haustür, was?
Diese Kopfbedeckung schlägt, beim Öffnen der Haustür getragen, auch den hartnäckigsten Staubsaugervertreter in die Flucht. Ah, okay, ich hätte einfach weiterlesen sollen, war richtig. Ich war nur gerade ein bisschen verwirrt. Ja, die Axt ist schon recht cool, die Axt ist schon recht cool. Und mit dem Zombie-Kostüm kriegt Mario so eine Zombie-Haut, was auch recht cool ist und einzigartig. Das Outfit für alle, die sich im Falle einer plötzlichen Zombie-Invasion möglichst unauffällig kleiden wollen. Das sind aber auch wieder, das ist wirklich so ein Outfit, was... Ah, jetzt habe ich das natürlich nicht gewechselt, super. Ist halt wirklich so ein Outfit, wo man sich so denkt, das passt irgendwie absolut nicht zum Mario-Universum, aber... Ja, Nintendo, ne? Ihr überrascht uns ja immer wieder aufs Neue. Zombie Mario! Finde ich mega cool. Finde ich mega cool. Auch wenn Halloween mehr oder weniger was für die USA ist. Und wir das eigentlich gar nicht hier so wirklich feiern. Ich weiß gar nicht, feiert ihr Halloween? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Halloween feiert oder nicht. Ich persönlich ja nicht. Ich bin einmal im Fasching als tot gegangen, aber das ist ja, ne, Fasching, Karneval, wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Das ist halt nicht Halloween, wo man von Tür zu Tür geht und Süßes oder Saures battelt. Und tatsächlich ist hier in der Nähe auch noch nie irgendjemand bei uns vorbeigekommen, hat an der Haustür geklingelt und gesagt Süßes oder Saures. Also ja, ist wirklich absolut nur in Amerika der Fall. Dementsprechend, ja, habt ihr schon mal Süßes oder Saures? Seid ihr schon mal auf so eine Süßes oder Saures Tour gegangen zu Halloween? Und falls ja... Als was wart ihr verkleidet? Das würde mich brennend interessieren in den Kommentaren für die heutige Odyssey-Frage. Wir haben ja immer so eine Odyssey-Frage in den Odyssey-Videos. Ja, ansonsten das Outfit, habe ich eh schon gesagt, finde ich mega cool. Ist halt nur extrem schade, dass es schon geleakt wurde und die meisten auch schon Videos dazu hochgeladen haben. Deswegen absolut nichts mehr Besonderes. Aber ich finde es cool, endlich das Outfit selbst zu besitzen. Und vor allen Dingen finde ich es mega witzig, dass Mario statt Cappy hier einfach die Axt wirft. Mario ist einfach der freaking fucking Axtmörder. Das ist cool. Sieht man das von oben sogar besser? Ja, von oben sieht man das super, wie die Axt aussieht. Ist ein cooles Outfit, definitiv. Da haben es halt nur die Leaks wieder ruiniert. Ja, und wie versprochen, zwei neue Hinweisbilder gibt es ebenso. Da hätten wir einmal das hier, wo ich sogar schon eine Vermutung habe, wo das sein könnte. Und die Vermutung ist sogar relativ eindeutig, weil das... ist echt leicht zu erkennen bei diesem Bild. Das ist nämlich das verlorene Land. Deswegen mache ich mich schnell auf den Weg zur Odyssee und dorthin. Denn von oben gesehen sind das einfach die Palmen. Und da muss ich das Bild gleich nochmal öffnen, um mich genau zu informieren, welche Palme denn damit gemeint ist. Leider wird aber dadurch eine meiner Thesen außer Kraft gesetzt. Ich hatte ja nämlich die These, dass nur in den Ländern, in welchen... 100 lila Münzen vorhanden sind, zwei Hinweisbilder kommen und in allen, in denen 50 lila Münzen vorhanden sind, kommt nur eine Hinweiskunst. Ja, das verlorene Land ist aber leider eine Welt mit 50 Hinweis, mit nur 50 lila Münzen. Dementsprechend stimmt diese These nun leider nicht mehr und ich bin gespannt, wann Nintendo endlich aufhört, hier Hinweisbilder rauszubringen, weil mittlerweile nervt es halt wirklich. Ich hoffe, dass es spätestens Ende des Jahres vorbei ist, wenn wir dann auch alle Outfits besitzen. Es fehlt ja noch das 8-Bit-Outfit sowie das Weihnachts-Outfit und zwei Monate sind ja noch, ne? Und das Weihnachts-Outfit kriegen wir locker zu Weihnachten. Wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass wir nächstes Monat vielleicht gar keines bekommen, da ich im Internet ein Bild gesehen habe, wo das 8-Bit und das Weihnachts-Outfit zusammen auf einem Bild waren. Und deswegen vermute ich, dass wir vielleicht beide... zu Neujahr bekommen. Als so ein kleines Neujahrsgeschenk. Und Neujahr ist ja auch nicht so weit weg von Halloween, nicht von Halloween, von Weihnachten, deswegen wird das schon passen. So, das 8-Bit als Neujahrsgeschenk und das Weihnachtsding eben als Weihnachtsoutfit. So, so viel dazu zu meinen Thesen. Lassen wir uns überraschen, ob die dann letzten Endes aufgehen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn sie es dann langsam was hier mal sein lassen würden. So, nun denn, das sind alles die falschen Knöpfe, Ultra. Ich muss nämlich hier rein.
Und das ist zwischen einer roten Palme und einer blauen Palme in der Nähe von einer grünen Palme der Odyssee eher unten entlang. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Odyssee, Odyssee, Odysseys. Hier, das hier sind die grünen Palmen. Und wenn ich mich jetzt hier nach unten bewege, dann muss es eigentlich irgendwo hier sein. Wenn ich das richtig deute. Ist nur die Frage, wo, weil man kann jetzt wieder überall Stampfattacken machen. Aber es war eigentlich, ja, irgendwo hier unten, zwischen den Palmen. Von oben muss man das halt sehen. Aber das war eigentlich ein relativ eindeutiger Pixel-Luigi hier. Und es ist tatsächlich ein Pixel-Luigi und kein Pixel-Captain Toad. Sehr interessant. So, dann wären wir damit auch schon wieder fertig. Das war ein kurzer Ausflug, würde ich meinen. Und dann gehen wir instant auch schon über zur neuen Hinweiskunst, wo ich keine Ahnung habe, wo das sein könnte. Hab gelesen, es soll eigentlich recht leicht sein. Ich habe aber absolut keine Ahnung. Ich vermute, dass es das Schlemmerland ist, weil das Pinke könnte vielleicht die Grütze sein. Und gab's da nicht irgendwelche Pfeiler sogar am Rande, wo man, die einen gehindert haben, runterzufallen? Und vielleicht ist da auf einen von denen, das ist meine Vermutung zu diesem Bild, und der werde ich jetzt vorerst einfach mal nachgehen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wir werden es ja gleich, nein, das war, da habe ich mich verdrückt, super. Ist das erste Mal, dass mir das passiert, dass ich mich verdrücke und in die falsche Welt reiß. Wow. Aber hey, bei 85 Parts kann das ja ruhig mal passieren. Hat ja doch gedauert. Schlemmerland, bitte. Cutscene skippe ich, weil ich habe sie einmal gezeigt. Das reicht in meinen Augen. So, aber das lasse ich mal kurz durchlaufen, weil hier könnte ich vielleicht etwas sehen. Also es gibt auf jeden Fall da hinten beim Dorf Säulen. Aber hier sind doch auch Säulen, gönnt euch. Aber das sind... Es könnten genug sein. Es war, glaube ich, die dritte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist ja mega witzig, wenn sie es einfach am Anfang verstecken würden von der Welt. Und auch irgendwie mega lächerlich. Ich guck nochmal kurz, ob es wirklich die dritte war. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie mich vertue. Aber doch, doch, es war die dritte. Aber es ist auch eine viel längere Reihe an diesen. Ich nenn's einfach mal Säulen. Es ist ja eigentlich nur eine kleine Erhöhung, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, verdammt, das ist dumm. Das ist sehr, sehr dumm. Perfekt. Jetzt muss ich mir wieder ein Leben-Upgrade kaufen, weil ich möchte gerne das Spiel beenden mit vollem Leben. Habe ich gut gemacht. So, ist hier oben irgendwas vielleicht? Na, nicht wirklich. Es kann halt hier wieder überall sein, ne? Wenn man es so sieht. Da unten waren jetzt auch zwei Korken. Es könnten halt auch Korken sein. Es könnte aber auch... Warum hast du ein Ausrufezeichen über den Kopf? Willkommen, wir haben so viel köstliche Schlemmertöpfe gekocht, dass wir unser Schlemmerfestival abhalten können. Das ist schön für euch, glaube ich. Es könnten auch halt auch diese Säulen hier sein. Vielleicht gucke ich da einfach mal rauf. Aber das sind auch nicht so viele in einer Reihe, dass ich vermuten würde, dass es die hier sind. Also ich gehe mal darüber. Auf der anderen Seite war ja sowieso ein Mond versteckt auf den Säulen. Aber groß genug wären die Säulen, um dann einen Pixel-Luigi drauf zu packen. Das war gut, Ultra. Das war sehr, sehr gut. Du stellst dich heute an wie, ein abgelaufener Joghurt, um einen Spruch zu klauen. Na dann. Das ist Säule Nummer 3. Auch nicht. Okay. Das sind halt wieder auch welche. Zwar nur kleine. Ach, da unten. In der pinken Grütze. Ja, moin. Okay. Ganz vorsichtig. Alter, einmal auf die andere Seite rüber. Okay, das ist fies. Das ist sehr, sehr fies.
Ja, ich war doch gerade drauf. Das hier ist der richtige. Bam! Sehr schön. Gut, damit hätten wir die neuen Pixel-Luigis nachgeholt. Zwei Outfits noch. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauern wird. Wie viele Parts Odyssey es noch geben wird. Werden wir die 90 oder sogar die 100 noch erreichen? Mit 100 rechne ich nicht mehr. Aber vielleicht 90. Das soll es aber auch für den Part gewesen sein. Ich weiß, wieder recht kurz. Aber ich wollte einfach nur den neuen Stuff wieder zeigen. Was haltet ihr vom Zombie-Outfit? Zombie Mario. Eure Meinung dazu? Luigi, was ist deine Meinung? Bruder, hast du mich erschreckt? Dein Outfit ist irgendwie, wie sage ich es am besten? Also, dir steht es ausgezeichnet, sieht echt gut aus, aber, naja. Alles klar, Luigi. Der hat ja auch zu jedem Outfit einen neuen Spruch auf Lager. Genauso wie eigentlich auch die letzte Bowser-Cutscene. Da kommt auch immer wieder, also wenn man gegen den Endboss kämpft, kommt da auch immer wieder ein neuer Spruch von Bowser, je nachdem, mit welchem Outfit man eben gegen ihn kämpft. Das könnt ihr aber selbst euch angucken, sofern ihr das Spiel besitzt. Alles möchte ich dann auch nicht vorne hinwegnehmen. Meine Meinung habe ich gesagt zum Outfit. Deswegen, ja. Gibt es nichts mehr, weshalb ich euch hier halten möchte. Genießt den Tag oder vielleicht den Abend. Es ist, glaube ich, eher schon Abend, weil, naja, ist ein Halloween-Video. Deswegen lade ich das eher am Abend hoch. Geht raus auf die Straße, verkleidet als, was kann man sich denn verkleiden? Habt ihr einen Arztkittel zu Hause oder Schrauben? Geht als Frankenstein auf die Straße und klaut euch Süßigkeiten, was weiß ich.